Der Legende nach soll irgendwo in den Rocky Mountains ein Vermögen an Gold vergraben sein. 33 Millionen Dollar in Goldbarren warten darauf, gefunden zu werden. Der einzige Hinweis zur Lage des Schatzes ist eine verschlüsselte Karte, gezeichnet von dem einzigen Überlebenden einer unheilvollen Expedition. Seine Nachfahren suchen das Gold seit fast 200 Jahren. Aber jedes Mal, wenn es zum Greifen nahe scheint, geschehen unheimliche Dinge. Es heißt, der Schatz sei verflucht. Auf der Suche nach ihm sind viele Menschen ums Leben gekommen. Krankheiten, Gewalt und angeblich überirdische Kräfte haben die Entdeckung der versteckten Goldbarren vereitelt. Manche glauben, dieser Schatz werde von außerirdischen Mächten bewacht. Irgendetwas halte uns davon ab, ihn zu finden. Das ist die Geschichte eines sagenhaften Vermögens, das in den Rocky Mountains gefunden wurde und wieder verloren ging. Alles beginnt 1993 in Colorado. Christopher O'Brien ist Forscher und hat sich auf unerklärliche Phänomene spezialisiert. Paranormale und metaphysische Themen haben mich schon immer interessiert. Auch UFOs und überhaupt alle rätselhaften Ereignisse. Aber nebenbei wollte ich auch verschiedene Schatzlegenden aufklären und vielleicht selbst mal auf Schatzsuche gehen. Im Verlauf seiner Forschung wird er von einem geheimnisvollen Mann kontaktiert. Dieser Typ sprach mich an und machte Andeutungen, dass er Hinweise auf einen großartigen Schatz habe und selbst in die Suche verwickelt sei. Natürlich war ich sofort neugierig und vereinbarte ein Treffen mit ihm, damit wir ausführlicher darüber reden können. Die Begegnung findet in einem örtlichen Café statt. Ich ging in dieses Café, schaute mich um und sah ihn. Er gab mir ein Zeichen, hinten in eine Ecke zu gehen, geschützt vor neugierigen Blicken. Er setzte sich und begann mir seine Geschichte zu erzählen. Und die hat mich wirklich umgeworfen. Der geheimnisvolle Mann behauptet, er habe in eine Familie von Schatzjägern eingeheiratet. Seit Generationen suche die Familie nach geheimen Lagern voller Goldbarren, die 200 Jahre zuvor von einer Expedition unter Leitung eines ihrer Vorfahren vergraben worden seien. Seine Familie sei überzeugt, die Entdeckung des legendären Goldes von Treasure Mountain würde kurz bevorstehen. Sie wolle das Geheimnis lüften, das im 18. Jahrhundert mit einem Abenteuer in der ungezügelten Wildnis von Colorado begann. Louisiana. Das riesige Gebiet steht damals unter spanischer Herrschaft und erstreckt sich vom Golf von Mexiko bis zur Grenze des heutigen Kanada. An einem kleinen Außenposten am Missouri bereitet sich eine Gruppe Franzosen auf eine Expedition vor. Ihr offizieller Auftrag lautet, die Bodenschätze der Gegend zu erkunden. Inoffiziell wollen sie in die Rocky Mountains und sagenhafte neue Goldquellen erschließen. Seit dem Eintreffen der Konquistadoren in der neuen Welt gab es unzählige Geschichten von Überfällen auf Inka-Tempel, geplünderten Städten der Maya, von goldspuckenden Bergen und goldenen Masken. Diese Geschichten drangen seit geraumer Zeit nach Osten und bis nach Europa vor.
back to the east and back to Europe for quite some time at this point. An der Expedition nimmt auch ein Journalist teil. In den meisten Versionen der Legende heißt er nur Leblanc. Viel ist nicht über ihn bekannt, aber man kann ja spekulieren. Er war der Chronist, eine Art Historiker und daher sicherlich gebildet. Wenn er in den Westen kam, um Gold zu suchen und sein Vermögen zu mehren, ist er wahrscheinlich jedes Risiko eingegangen, um sein Ziel zu erreichen. Leblancs Gier nach Gold löst eine Kette von Ereignissen aus, die ihm für immer einen Platz in der Folklore von Colorado sichern werden. Die Expedition macht sich auf die lange Reise gen Westen. Sie durchquert die Great Plains, folgt wahrscheinlich dem Lauf des Platte Rivers und gelangt zu den Rocky Mountains. Leblanc und seine Kameraden folgen den Flüssen und überqueren den Wolf Creek Pass. Am Fuße eines mächtigen Berges schlagen sie ihr Lager auf. Die Männer beginnen sofort mit der Goldsuche. Wahrscheinlich haben sie in den dortigen Wasserläufen bereits ein paar Partikel ausgesiebt. Sie folgen dem Pfad immer weiter in die Berge hinauf, können es kaum erwarten, die Goldquelle zu finden. Nach wochenlanger Suche macht ein Mitglied der Gruppe eine Entdeckung. Das ist ohne jeden Zweifel Golderz. Leblanc und seine Leute waren auf die Hauptader gestoßen und konnten es kaum fassen. Ich kann nur vermuten, wie sie sich fühlten. Plötzlich war die Chance zum Greifen nah, schon bald zu den reichsten Menschen zu gehören. Jetzt müssen die Franzosen das kostbare Metall aus dem harten Granitstein herausbekommen. Sie schmelzen das im Erz eingeschlossene Gold heraus. Schon bald haben sie einen Stapel von 18 Zoll großen Barren zusammen. Die Legende sagt, sie hätten Gold im heutigen Wert zwischen 5 und 33 Millionen Dollar aus dem Berg geholt. Seit dieser Zeit heißt der Gipfel dieses Berges Treasure Mountain, zu Deutsch Schatzberg. Monatelang bauen die Franzosen Gold ab. Dann folgt auf den milden Sommer ein kalter Herbst. Leblanc und seinen Leuten ist klar, sie müssen vor Einbruch des Winters einen Unterschlupf finden. Den ganzen Sommer hatten die 300 Franzosen bei Sonne und kühlen Temperaturen auf einer Höhe von 3500 Metern gearbeitet. Doch mit dem Herbst wird es schwierig in Colorado. Sie ahnten wohl, dass sie bei 3 Metern Schnee und mehr nicht bleiben können.
LeBlanc will mit seinen Kollegen in der spanischen Siedlung Taos in knapp 200 Kilometern Entfernung überwintern. Aber was machen sie jetzt mit ihren wertvollen Goldbarren? Mitnehmen wollten sie das Gold auf keinen Fall, das war viel zu gefährlich. Wer mit Gold im Wert von Millionen in eine Stadt kommt, wird ermordet oder erregt zumindest Verdacht. Sie hielten es für das Beste, das Gold zu vergraben, und nur sie wissen, wo es ist. Sie entscheiden sich, das Gold an drei verschiedenen Stellen zu verstecken. An diesen geheimen Orten wäre ihr Vermögen sicher, bis sie zurückkehren und es holen würden. Der Legende nach hinterlassen sie 8 Hinweise, die ihnen beim Wiederauffinden helfen sollen. Sie brachten Markierungen an, um die Verstecke wiederzufinden. Wahrscheinlich haben sie die französische Lilie in Steinhaufen geritzt, damit sie sich erinnern, wo ihr Schatz versteckt ist, wenn sie im Frühjahr zurückkommen. LeBlanc hält die Lage der Verstecke und Markierungen auf einer geheimen Schatzkarte fest. Wie geplant verbringen die Franzosen den harten Winter in Taos. Als der Frühling erwacht, können sie es kaum erwarten, aufzubrechen und ihren bereits beträchtlichen Reichtum weiter zu vermehren. Die Expedition macht sich auf den Weg nach Norden, um den Goldabbau wieder aufzunehmen. Doch schon bald fordert der Fluch des Treasure Mountain seine ersten Opfer. Die Legende besagt, die Franzosen werden von Krankheiten geplagt. Es kann sein, dass sie an Skorbut erkrankt sind. Damals hieß es, man könnte sich durch den Verzehr von Zitrusfrüchten davor schützen. Aber die gab es da ja nicht. Skorbut würde die Müdigkeit erklären, unter der sie gelitten haben, und auch die geschwollenen, schmerzenden Glieder. Die Arbeit geht immer langsamer voran und viele brechen vor Erschöpfung zusammen. Einer Erzählung nach verabreicht LeBlanc seinen Kameraden einen vitaminreichen Aufguss aus Nesseln, die er vor Ort gefunden hat. Aber diese Hilfe reicht nicht aus und kommt zu spät. Seine Kameraden sind der Krankheit ausgeliefert. Zu allem Unglück droht jetzt noch eine weitere Gefahr. Die Ute, ein Stamm amerikanischer Ureinwohner, beobachten die Franzosen. Den Ute hat es sicher nicht gefallen, dass die Franzosen überall auf dem Berg Löcher gegraben und das Gold an sich genommen haben. Sie hielten es für ihr Eigentum. Eigentlich gehörte das Land, in ihren Augen, ihnen. Den Ute gefiel nicht, dass andere einfach ihre Sachen klauten. Die Krieger der Ute greifen LeBlanc und seine Kameraden an. Die Überlebenden wissen, ihre Zeit am Treasure Mountain ist abgelaufen. Sie mussten eine Entscheidung treffen. Die Gruppe war dezimiert, der Standort gefährdet und es drohten weitere Angriffe. Jetzt hieß es, die eigene Haut zu retten und möglichst auch das Gold.
Die Gruppe ist zu klein, um die Goldbarren zum Missouri River zu bringen. Es gibt nur eine Lösung. Sie vergruben das im Frühjahr abgebaute Gold an den vorhandenen Verstecken, hielten alles auf der Schatzkarte fest und versuchten lebend aus dem Gebiet herauszukommen. Sie brechen das Lager ab und machen sich auf die über 1000 Kilometer lange Reise zurück zum Missouri River. Aber in Sicherheit sind sie trotzdem nicht. Manchen Versionen der Legende nach ist es der Expedition gelungen, die Berge zu verlassen und in die südlichen Plains vorzudringen. Doch dort wurden sie vom Stamm der Kiowa angegriffen. Die Folgen waren verheerend. Von den ursprünglich mehreren hundert Teilnehmern waren jetzt gerade noch fünf übrig. LeBlanc gehört zu den Überlebenden. Mit den vier anderen setzt er den Weg gen Osten zum Missouri River fort. Doch ohne Pferde und Nahrungsmittel geraten sie in eine verzweifelte Lage. Für die fünf ging es ums blanke Überleben. Sie hatten wenig Ausrüstung und konnten froh sein, noch ein Hemd auf dem Leib zu tragen. Was auch immer passiert ist, am Ende erreichen nur LeBlanc und ein weiterer Mann den Außenposten am Missouri River. LeBlancs Begleiter aber stirbt nur wenige Tage später. Und so ist der junge französische Journalist der einzige Überlebende der Expedition. Was er dann tut, ist nicht sicher. Aber alle Versionen der Geschichte scheinen in einem Punkt einig. LeBlanc erstellte eine Karte und fertigte Kopien davon an. Eine gab er der französischen Regierung, eine seiner Familie. Danach verschwand er aus der Geschichte. Als Christopher O'Brien der Erzählung des geheimnisvollen Mannes lauscht, erfährt er, dass die Suche nach dem französischen Gold damit noch nicht zu Ende ist. Auch der Fluch des Treasure Mountain wird weitere Opfer fordern. Eine 300 Mann starke Expedition entdeckt jede Menge Gold. Weil sie das Gold bei ihrer Flucht nicht mitnehmen können, fertigen sie Karten an, die auf die Verstecke verweisen. Natürlich geht dann irgendwann jemand dorthin, um das Gold zu holen. O'Brien erfährt, wie die Suche 50 Jahre später fortgesetzt wird. In 1840 trifft ein Franzose in einer kleinen Stadt im heutigen New Mexico ein. Der Legende nach kam ein junger Mann, der die Geschichte vom Treasure Mountain kannte, nach Taos. Er gab an, der Enkel von LeBlanc zu sein und wollte den Schatz erneut suchen. Wahrscheinlich wäre er für die Stadtbewohner nur einer der gewöhnlichen, vom Goldfieber gepackten Schatzjäger gewesen. Wenn er keine Karte dabei gehabt hätte. Der junge Franzose behauptete, er habe die Karte seines Großvaters, auf der die acht Hinweise zu den Stellen verzeichnet sind, an denen das Gold auf dem Treasure Mountain vergraben wurde. LeBlancs Enkel ist ein Fremder in einem fremden Land. Er hat zwar die Karte,
Aber er braucht Hilfe, um die Stellen zu finden. Einer Theorie zufolge engagiert er einen mexikanischen Führer namens Bernardo Sanchez, der ihn zum Treasure Mountain bringen soll. Die Männer verbünden sich, um das ein halbes Jahrhundert zuvor von Leblancs Großvater vergrabene Gold gemeinsam zu suchen. Sanchez führt Leblanc und seine französischen Arbeiter in die Berge. Es heißt, sie finden dort seltsame Markierungen. In Felsen geritzte Symbole der französischen Lilie und Steinhaufen. Die Zeichen entsprechen denen auf der Karte von Leblancs Großvater. Monatelang suchen sie das Gebiet ab. Aber sie finden nichts. Dann ereilt sie erneut der Fluch des Treasure Mountain. Wie sein Großvater, so wird auch der junge Leblanc von dem Stamm der amerikanischen Ureinwohner beobachtet. Der Legende nach greifen die Krieger die Männer an. Leblancs Enkel wird getötet. In seiner Jackentasche befindet sich die geheime Schatzkarte seines Großvaters. Nur der Führer, Bernardo Sanchez, kommt mit dem Leben davon. Doch die Suche nach dem Gold geht weiter, denn Sanchez hat ein Geheimnis. Er behauptet, ein im Sterben liegender Franzose habe ihm einen Hinweis auf den Schatz gegeben. Bernardo sollte nur einen vorgetäuschten Grabhügel der Ureinwohner finden, sich im September um 6 Uhr morgens draufstellen und auf seinen Schatten achten. Genau unter dem Kopf läge der Schatz. Daraufhin sucht Sanchez jahrelang am Treasure Mountain nach diesem Grabhügel. Aber er findet ihn nicht. Wie Christopher O'Brien erfährt, spielt dieser seltsame Hinweis in der nächsten Phase der Suche eine ganz entscheidende Rolle. Er findet heraus, dass sich 30 Jahre nach dem Tod von Leblancs Enkel eine neue Gruppe Abenteurer auf den Weg macht, um das Rätsel zu lösen. In den 1870ern tauchten interessante Gestalten im Westen auf. Echte Schatzjäger. Diese hochmotivierten Herren waren wirklich gute Forscher. Nicht nur bewandert im Graben, sondern auch in der historischen Recherche. Bei einem dieser Schatzjäger taucht auf einmal die Karte von Leblanc wieder auf. Sein Name ist angeblich William Yule. Yule verbringt seine Tage damit, in den nahegelegenen Tälern und Bergen herumzustreifen. Er sucht die 8 Hinweise, die auf der zerfledderten Karte verzeichnet sind. Und den Standort des geheimnisvollen Grabhügels.
Auch Asapur erfährt von seiner Suche. Dieser Mann lässt sich keine Chance entgehen. Ein erfolgreicher Goldsucher wie Asapur ging in die Wildnis, sah sich die verschiedenfarbigen Felsen an und fand direkt Gold. Er wusste einfach, wie es geht. Und er war gerissen, intelligent und ging jeder günstigen Gelegenheit nach. Als er erfährt, dass Yul nach einem unechten Grabhügel sucht, der auf einen legendären Schatz verweist, ist er hellwach. Denn er hat einen Hügel gefunden, der genau zu Yuls Beschreibung passt. Die beiden Goldsucher werden Partner. Gemeinsam gehen sie auf die Suche nach dem verlorenen Schatz der Franzosen. Die beiden haben tatsächlich mehrere Hinweise in den Bergen entdeckt. Sie fanden Bäume und Steine, in die die französische Lilie eingeritzt war. Die Stellen entsprachen der Karte. Jetzt hatten sie eine heiße Spur zu diesem Schatz. Pur führt sie zu dem unechten Grab. Wie die Legende anweist, stellt sich einer der beiden um 6 Uhr morgens auf den Hügel und wirft einen Schatten auf den Boden. Dann beginnen sie an der Stelle zu graben, wo der Schatten des Kopfes hingefallen ist. Voller Begeisterung fingen sie an zu graben, immer tiefer und tiefer. Sie haben sich bestimmt abgelöst, weil der Boden da sehr hart ist. Immer weiter arbeiten sie sich in die Tiefe vor, graben und graben, aber sie finden absolut nichts. Ist das vielleicht der falsche Hügel? Oder ist Jules Karte eine Fälschung? Das glauben sie beide nicht. Sie wissen, sie müssen ganz neu an die Sache herangehen. Pur gab nicht auf. Er meinte, sie sollten es mit Wünschelruten versuchen, ein Gerät, das man damals kaufen konnte. Man hielt es in der Hand und konnte damit zuverlässig Gold aufspüren, oder zumindest Erz, aus dem dann das Gold gewonnen würde. Die Wünschelrute führt die beiden an eine Stelle, etwa 3 Kilometer entfernt von dem unechten Grabhügel. Sofort fangen sie an zu graben. Der Legende nach graben sie mehr als 1 Meter tief, als der Boden plötzlich nachgibt. Sind sie auf den Eingang zu einem geheimen Versteck mit den gesuchten Goldbarren gestoßen? Sie dachten, sie seien dem Schatz ganz nah. Ihre Herzen pochten. Jetzt würden sie das Gold finden. Pur steigt in die Öffnung hinab. Und steht in einem eindeutig von Menschen angelegten Tunnel. Er kriecht den ganzen Schacht hinunter und sucht gespannt mit seinen Augen nach dem Schimmern von Gold. Er war extrem aufgeregt. Ich kann mir gut vorstellen, was in ihm vorging. Er versuchte in der Dunkelheit Gold zu erkennen und arbeitete sich bis zum Ende des Ganges vor. Doch er stellt fest, die Kammer ist leer. Ohne weitere neue Spuren brechen sie die Suche ab.
Sämtliche Ersparnisse hatten sie für das Vorhaben aufgewendet. Jetzt waren sie pleite, erschöpft und enttäuscht. Sie gaben auf. Da war allem Anschein nach wieder der Fluch des Treasure Mountain am Werk. Doch die Legende vom Schatz lebt weiter. ...120 Jahre nach dem Scheitern von Juul und Poor spricht Christopher O'Brien mit einem geheimnisvollen Mann, der im letzten Kapitel der Legende vom Treasure Mountain eine wichtige Rolle spielt. Der Mann behauptet, seine Schwiegereltern seien Nachfahren des ersten LeBlanc, der die Expedition in den 1790ern überlebt hatte. Diese außerordentliche Behauptung kann er sogar stützen. Er nahm seine Brieftasche, holte ein seidenartiges, offenbar sehr altes, beschmutztes und zerschlissenes Stück Stoff heraus, entfaltete es vorsichtig, zeigte es mir und sagte, das ist eine Karte, die zu dem Schatz führt. O'Brien hält sie für genau die Karte, die LeBlanc in den 1790ern gezeichnet hat. Ich saß da völlig entgeistert und sah mir die Sache an. Die Karte schien auf Berge, auf Flusssysteme hinzuweisen. Es waren grobe Schriftzüge darauf. Lange durfte ich sie nicht anschauen, aber sie wirkte überzeugend, weil sie sehr alt aussah. Neben den topografischen Informationen gibt es 8 seltsame Markierungen. Dem Mann zufolge Hinweise auf die Standorte des Schatzes. Besonders eindrucksvoll waren die 8 Symbole. Es gab ein paar Stiefel, einen Kelch, Berge und eine Art Kreuz. Verschiedene Symbole also. Der mysteriöse Mann teilt O'Brien mit, seine Schwiegereltern hätten 7 der 8 Hinweise bereits gefunden. Und er glaubt, kürzlich das 8. entdeckt zu haben. ...1993, Del Norte, Colorado. Etwa 60 Kilometer nordwestlich vom Treasure Mountain. Der geheimnisvolle Mann jagt Rothirsche in den Wäldern. Als es zu regnen beginnt, sucht er Schutz unter einem Felsvorsprung. Das Wetter hatte ihn überrascht. Deshalb suchte er einen Unterschlupf, wo er warten konnte, bis der Sturm vorüberzog. Hinter einem Gestrüpp entdeckte er eine Öffnung von etwa 1 Meter Durchmesser und sah sie sich genauer an. Er zwängt sich hindurch und befindet sich plötzlich in einem Gang. Zuerst dachte er, hier bin ich vor dem Wetter sicher. Aber je länger er dort saß, desto neugieriger wurde er und so folgte er dem Gang in die Tiefe, etwa 6 Meter in den Berghang hinein. In der Tiefe wird der Höhlengang durch einen Felseinbruch versperrt. Er leuchtet mit seiner Taschenlampe auf die feuchten Wände. Und dann erspäht er etwas. Als er auf die Wand neben der Einbruchstelle sah, entdeckte er einen Kelch, wie er ihn von der Schatzkarte her kannte. Das war das Fehlende der insgesamt 8 Symbole, die seine Familie über Generationen hinweg gesucht hatte. Die Hirschjagd ist nun uninteressant. Jetzt kreisen alle Gedanken um die Chance, das verschwundene Gold zu finden. Die Geschichte hat jedoch einen Haken.
Die Berge bei Del Norte, wo er angeblich den achten Hinweis gefunden hat, sind über 60 Kilometer vom Treasure Mountain entfernt. Wie kann er hier einen Hinweis auf das Gold gefunden haben? Haben die Schatzsucher bisher an der falschen Stelle gesucht? Oder war der Mann missverstanden worden? Eine Erklärung könnte beide Geschichten zusammenbringen. Del Norte liegt direkt auf dem Weg, den LeBlanc und seine Leute auf der Flucht vor den angreifenden Ureinwohnern eingeschlagen haben. Vielleicht haben sie die Goldbarren oder einen Teil davon mitgenommen und weil sie damit nur langsam vorankamen, das Gold in dieser Gegend vergraben. Das würde erklären, warum der Mann behauptet, hier den achten Hinweis gefunden zu haben. Möglicherweise hat die französische Expedition einen Teil oder sogar alles Gold bei Del Norte vergraben. LeBlanc hätte in diesem Fall neue Hinweise zum Standort auf dem Gestein und auf seiner Karte angebracht. Kurz nach der Entdeckung kehrt der geheimnisvolle Mann mit seinen Schwiegereltern zum Höhlengang zurück. Natürlich wollten sie das Symbol sofort in Augenschein nehmen und prüfen, ob seine Behauptung zutrifft. Also ging der Experte der Familie, ich denke der Großvater, in die Höhle. Er sah sich das Zeichen an und sagte dann zu seinem Schwiegersohn, ja, du hast das verlorene Symbol gefunden. You have found the lost symbol. Die Familie beginnt, die Einbruchstelle freizuräumen. Ihre Anstrengungen geben weitere 3,5 Meter des Durchgangs frei. Man muss sich ihre Aufregung vorstellen, als sie schließlich dieses Hindernis aus dem Weg geräumt hatten. Das war ein hartes Stück Arbeit. Einer von ihnen zwängte sich durch eine Lücke und stellte fest, dass der Tunnel noch tiefer in den Berghang hineinführt. Er ging etwas weiter und rief dann zurück, dass er nicht weiterkommt, weil ein offenbar absichtlich in den Weg gelegter Felsblock den Tunnel versperrt. Warum sollte jemand absichtlich den Durchgang versperren? Ist dahinter das Gold versteckt? Die Familie diskutiert noch, wie sie das Hindernis beseitigen soll, als die Dämmerung hereinbricht. Bevor es ganz finster wurde und sie aufhören mussten, wollten sie noch einen letzten Versuch unternehmen. Kerzen und Taschenlampen hatten sie dabei. Doch die nächsten Minuten werden zu den schrecklichsten ihres Lebens. Er geht in den Tunnel und stellt die Kerzen auf dem Weg bis zum Felsblock in Abständen auf den Boden. Aber gerade als die letzte Kerze steht, schnellt aus dem Nichts eine Schlange hervor und zischt ihn drohend an. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schrecklich sowas ist. Er hat sofort einen Rückzieher gemacht. Schon bald wird die gesamte Familie von einer weiteren Gefahr bedroht. Als er rauskommt, folgt ihm ein Schwarm Fledermäuse, die laut fiepen und sich sehr aggressiv verhalten. Anstatt einfach aus der Höhle zu fliegen und das Weite zu suchen, griffen sie die Menschen im Sturzflug an, attackierten sie. Ein höchst ungewöhnliches Verhalten für Fledermäuse. Das war für alle schrecklich. Nach einiger Zeit flogen sie weg und es kehrte wieder Ruhe ein.
Dann zündete er die erste Kerze am Eingang an. Zum Entsetzen aller begann aber auch die letzte Kerze in der Tiefe bei dem Felsblock zu brennen. Die hatte er aufgestellt, bevor die Schlange aufgetaucht war. Ich weiß, das klingt unglaublich, aber so hat er es mir erzählt. Die Familie ist starr vor Angst. Wie kann sich eine Kerze von selbst entzünden? Aber das ist noch nicht alles. Als ich die letzte Kerze von selbst entzündet hatte, flatterte aus dem Dunkel eine große weiße Eule hervor. Ein riesiger Vogel schießt nur knapp über die Köpfe der Schatzjäger hinweg. Das gibt ihnen den Rest. Sowas würde jeden erschrecken, aber diese Familie ganz besonders. Sie wusste ja, dass das Gold verflucht ist und kannte all die Legenden aus der Gegend dort. Bei einigen saß der Schrecken so tief, sie wollten niemals zurückkehren, egal wie viel Gold dort vergraben wäre. Der geheimnisvolle Mann teilt O'Brien mit, dass niemand seitdem in der Höhle war, um das Gold zu holen. Für den Forscher lässt diese merkwürdige Geschichte nur einen Schluss zu. Den Schatz gibt es wirklich. Nach all meinen Recherchen und den Gesprächen mit der Schatzjägerfamilie bin ich fest davon überzeugt, dass der Schatz tatsächlich existiert. Ich glaube, er wurde aufgeteilt und wartet jetzt auf seine Entdeckung. Man braucht eine gute Portion Glück, ein wenig Geschick und vor allem Hartnäckigkeit, um sich das Gold zu holen. Bis zum heutigen Tag hat niemand einen Goldschatz gefunden, der der Legende vom Treasure Mountain entspricht. Ist die Geschichte vielleicht nur ein Märchen? Oder gibt es stichhaltige Argumente, dass der Schatz irgendwo da draußen tatsächlich existiert? So manch legendärer Schatz wurde in Colorado bereits gefunden, vor allem, wenn er eine historische Grundlage besaß. Daher ist es durchaus möglich, dass auch dieser Schatz im Wert von vielen Millionen Dollar, einer der größten in Colorado überhaupt, irgendwann gefunden wird. Aber wenn der Schatz tatsächlich real ist, trifft das auch auf den Fluch zu? Ich kann allen ehrgeizigen Schatzjägern, die sich mit der Legende vom Treasure Mountain befassen, nur raten, mit dem Wünschen vorsichtig zu sein. Denn der Fluch wirkt möglicherweise bis heute.